herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus, hier im Hof des Brechthauses. Anna Kim ist heute zu Gast mit ihrem neuen Roman Geschichte eines Kindes. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber gleichwohl vorab darauf hinweisen, dass Anna Kim ein erzählerisches Wagnis eingeht. Der teils autofiktionale, teils dokumentarische Roman handelt davon, was es mit Menschen macht, rassistisch gelesen, vermessen und kategorisiert zu werden. Um die Gewalttätigkeit dieser Erfahrung zum Ausdruck zu bringen, greift Anna Kim vor allem innerhalb der dokumentarischen Erzählebene, die sich aus Protokollen der 1950er Jahre zusammensetzt, auf eine rassistische Sprache zurück. Da wir später auch diesbezügliche Passagen hören werden und darüber sprechen wollen, möchte ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Es besteht die Gefahr, dass die Sprache des Romans auf Sie bzw. auf euch verstörend und verletzend wirkt. Um dem vorzubeugen, kann es ratsam sein, diese Veranstaltung nicht weiter zu verfolgen. In jedem Fall lädt der Roman zur Diskussion ein. Er fordert Sie hinaus, herauf. Auf dieses literarische Experiment eingelassen hat sich Mai-Ann Boger, die gleich das Gespräch führt und die uns auch die Autorin Anna Kim noch mit ein paar biografischen Informationen vorstellen wird. Mai-Ann Boger ist akademische Rätin an der Fakultät für Humanwissenschaften der Universität Regensburg. Ihre Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind Philosophien der Differenz und Alterität und Inklusion und Psychoanalyse in der Pädagogik. Der Roman Geschichte eines Kindes, der im Surkamp Verlag erschienen ist, ist sowohl auf der Longlist des Deutschen Buchpreises als auch auf der Longlist des Österreichischen Buchpreises 2022 vertreten. Dazu an dieser Stelle mein herzlicher Glückwunsch. Wir dürfen uns jetzt auf die Buchpremiere freuen und die wurde ermöglicht mit freundlicher und dankenswerter Weise der Unterstützung durch das Österreichische Kulturforum Berlin. Liebe Anna Kim, liebe Mai-Ann Boger, vielen Dank fürs Hiersein. Ich bin sehr gespannt. Mein Name ist Christian Hippe. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Bitte einen herzlichen Applaus für unsere Gäste. So, dann, Mikrofon funktioniert? Ja. Ironischerweise ist die Art, wie wir Menschen vorstellen, ja Teil des Themas heute Abend. Es gibt den alten Spruch, man soll ein Buch nicht nach dem Cover beurteilen. Und dasselbe gilt wohl für oberflächliche Stammdaten wie Geburtsjahr, Geburtsort von Menschen. Wir steigen also gewissermaßen mit der Frage ein, wie wichtig diese oberflächlichen Eckdaten sind. Aber ich gebe sie Ihnen natürlich trotzdem. Die Autorin heißt Anna Kim. Geboren ist sie 1977 in Südkorea. Sie zog 1979 mit ihrer Familie nach Deutschland und schließlich weiter nach Wien, wo die Autorin bis heute lebt. Im Surkamp Verlag erschienen zuletzt die Romane Anatomie einer Nacht, das war 2012, und Die große Heimkehr, das war 2017. Und für ihr erzählerisches und essayistisches Werk erhielt sie zahlreiche Stipendien und Preise, darunter auch den Literaturpreis der Europäischen Union. Mit diesem Werk hat Anna Kim, wie ich finde, ein großartiges Zeugnis von zwei Formen von Gewalt geschaffen, zwei anthropologischen Gewalten. Eine, die uns Menschen alle betrifft und eine, die nur bestimmte Menschen betrifft. Nämlich erstens die Gewalt einer rassistischen Anthropologie, in der Menschen eben vermessen werden, in diesem Fall schwarze Menschen im US-amerikanischen Kontext. Aber noch eine zweite Gewalt, eine, die weniger oberflächlich ist vielleicht und die im Titel steckt. In den Kurzrezensionen und auch im Klappentext wird betont, dass es in dem Buch um Rassismus geht. Aber wie Sie alle sehen, ist der Titel Geschichte eines Kindes. Auch beim Thema Rassismus wissen wir alle um die Bedeutung, die es hat, eine Geschichte selbst erzählen zu können, seine eigene Perspektive auf die Welt zu entfalten. Zu den anthropologischen Universalien gehört das aber, dass wir Menschen alle unfähig sind, die Geschichte unserer Geburt zu erzählen. Es geht nicht. Ich habe keine eigene Perspektive auf meine Geburt. Wir alle sind darauf angewiesen, dass andere Menschen unsere Geschichte für uns erzählen. Sie erzählen diese Geschichten über unsere frühen Jahre, an die wir uns gar nicht erinnern können.
Wir könnten höchstens eine eigene Perspektive darauf entfalten, welche Perspektive andere uns vermittelt haben, Eltern, Tanten, Geschwister. Aber mehr geht nicht. Und diese Lücke, in der wir alle, egal ob rassifiziert oder nicht, die Grunderfahrung machen, dass über uns gesprochen wird, dass wir geboren werden als Objekt der Erzählungen anderer. Über diese zweite und universale Gewalt spricht das Buch eben auch. Wir freuen uns sehr, dass sie hier ist und sind gespannt, aus dem Roman zu hören. Ja, ich freue mich auch, dass ich heute hier bin und hoffe, dass ich nicht runterfalle. also ich werde jetzt gleich einfach den Beginn lesen und danach werden wir ein Gespräch führen und ja. Im Jänner 2013, kurz nachdem Barack Obamas zweite Amtsperiode begonnen hatte, reiste ich in den mittleren Westen der USA nach Wisconsin. Ich war vom St. Julian College eingeladen worden, das Sommersemester als Writer in Residence in Green Bay zu verbringen. Untergebracht war ich in der Gästewohnung der Universität, die sich im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes befand, in einem Betonquader aus den 70er Jahren. Die Einrichtung stammte aus den 80ern, die Klimaanlage aus den 90ern. Seit den Nullerjahren konnte man die Fenster nicht mehr öffnen, sie aus den Angeln zu heben oder gewaltsam herauszureißen, waren die einzigen Optionen, um der Luft zu entgehen, die unaufhörlich durch das Gitter geblasen wurde, gemeinsam mit Staub, Rost und fein zerfallenen Rattenexkrementen. Manchmal hörte sich das Rauschen der Klimaanlage an wie Autolärm, selten wie das Tosen von Wellen, meistens fraß sich der monotone Gesang in meinen Gehörgang, attackierte von dort aus mein Gehirn. Nur im Badezimmer war es leise, ausgerechnet hier hatte die Belüftung ihren Geist aufgegeben. Nach einem Monat beschloss ich, dem Hinweis einer mir wohlgesinnten Kollegin folgend, eine gewisse Jay Trutman aufzusuchen, die angeblich Zimmer vermietete, ausschließlich wochenweise. Seit Tagen schneite es ohne Unterlass. Der Schnee fiel unermüdlich, unerbittlich, überdeckte das von Menschenhand Erbaute, löschte es aus. Die breiten Straßen waren verlassen. Die sporadische Anwesenheit von Leben schien unbeabsichtigt. Einmal nur brummte ein Schneepflug an mir vorbei. Ich war zu Fuß unterwegs. Ich hatte mich nicht dazu durchringen können, ein Auto zu mieten. Da sämtliche Markierungen von einem dichten Weiß geschluckt worden waren, konnte ich es mir aussuchen, wo ich mich bewegen wollte, ob auf der Fahrbahn oder auf dem Gehsteig. Ich setzte meine Fußspuren stets auf unberührte Flächen. Neben den vom Himmel schwebenden, gleitenden und rieselnden Flocken waren mein Stapfen und Atmen die einzig vernehmbaren Geräusche. Keine Menschen, keine Tiere, keine Autos. Nicht einmal der Wind regte sich. Mir kamen die Worte Bachelards in den Sinn. Von allen Jahreszeiten ist der Winter die älteste. Ich wandelte sie ab in von allen Jahreszeiten ist der Winter die jüngste. Sie bringt Kindheit in die Erinnerung, setzt alles auf Anfang. Ich brauchte lange, um Jay Trutmans Haus zu finden. Unter den zweistöckigen Betonbauten mit flachen Dächern und großer Einfahrt, denen die Holzhäuser, Farmhäuser in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten weichen müssen, man hatte die Family Homes eigens für die aus dem Krieg heimgekehrten Veteranen gebaut, stach es zwar heraus mit seiner hellblau getünchten Holzverkleidung, dem Wintergarten, der einst eine Veranda gewesen war, und dem Mansardenzimmer, das auf dem Dach thronte wie eine Krone. Die Hausnummer aber versteckte sich hinter einem Ahorn, weshalb ich die Woodlawn Avenue mehrere Male auf- und abschreiten musste, um sicherzugehen, dass ich den Pfad, der zum Haus führte, auch mit gutem Grund betrat. Ich fühlte mich beobachtet, glaubte, obwohl ich niemanden dabei ertappte, überwacht zu werden. Zudem war das Grundstück der Trutmans das einzige, das umfriedet war. Ein Jägerzaun und ein Schild zeigten dessen Grenzen an. No trespassing. Ich hatte mich verspätet. Als ich an der Tür klingelte, verfluchte ich den Schnee. Jegliche winterliche Romantik war verflogen.
Ich dachte, Sie kommen nicht mehr, sagte Jay Trotman statt einer Begrüßung und mir die Hand reichend. I'm Joan. Ihr You fühlte sich an wie ein Sie. Ich auch, brummte ich und stellte mich mit Franziska vor. Can I call you Fran? Sie sah mich fragend an. Ich nickte und spähte an ihr vorbei ins Wohnzimmer, wo es nach Butter, Vanille und Zimt duftete. Sie sind also die Autorin aus Österreich, sagte Joan. Wieder nickte, noch immer spähte ich. Sie grinste. Dann kommen Sie mal rein. Coffee Cake nannte sich das himmlisch duftende Gebäck und es kam mit so vielen Tassen heißem Kaffee, wie ich trinken konnte. Nach der ersten fühlte ich meine Hände wieder, nach der zweiten meine Füße. Auf die zehn musste ich noch warten. Am Ende der dritten Tasse einigten wir uns darauf, dass ich noch am selben Tag einziehen würde. Joan versprach, mich hin und her zu chauffieren. Ich unterschrieb den Mietvertrag, ohne das Zimmer gesehen, ohne das Kleingedruckte gelesen zu haben. Es reichte mir zu wissen, dass es im Kuckucksnest wohltuend still war. Die Stille war, wie ich bald nach meinem Einzug merkte, das Gestaltungsprinzip des Hauses. Nichts durfte laut, gar schrill sein, nichts hervortreten. Das Radio, das in der Küche stand, schwieg unter der Woche. Nur am Wochenende war es ihm erlaubt zu sprechen. Das Gerät war so alt wie ich, funktionierte trotz allem einwandfrei, wenn man davon absah, dass die Musik gedämpft klang. Dem Plattenspieler im Wohnzimmer fehlte die Nadel und dem Kassettendeck die Kassette. Joan glaubte, sie weggeworfen zu haben, konnte sich aber nicht mehr daran erinnern. Die einzigen Geräusche, die im Haus zu hören waren, kamen von draußen. Das Zwitschern der Vögel, die in den Büschen und Bäumen im Garten lebten, das Brummen von Motoren, das aufgeregte Plaudern der Nachbarn. Das akustische Ödland spiegelte sich im Farbschema der Innenräume wider. Die Einrichtung war grün, braun und beige, wobei die Teppiche grün waren, die Möbel braun und sämtliche Textilien und Tapeten beige. Die Tische, Stühle und Regale schienen alterslos, da sie keine Verzierungen aufwiesen. Sie waren zusammengezimmerte Holzbretter. Die Teppiche und Vorhänge wiesen ebenfalls keine Muster auf, sie wollten reine Flächen sein. Die Couch imitierte den Tisch in seiner Formlosigkeit, versuchte sich als braune Bank. Die Tapete war im Laufe der Jahre nachgedunkelt. Ich vermutete von Polarweiß über Naturweiß zu beige. Auch meine Vermieterin hielt sich an die Hausfarben. Vergeblich war ich auf der Suche nach schillernden Farbtönen oder ausgefallenen Schnitten. Sie besaß offenbar bloß schlichte Hosen und Röcke, die sie mit den immer gleichen Blusen und Westen kombinierte. Zuerst dachte ich, dass das Bauwerk seine Bewohnerin infiziert, sich Joan dem Diktat der Stille gebeugt habe. Mit der Zeit aber begann ich zu begreifen, dass es genau umgekehrt war. Sie war es, die dem Haus ihr Verständnis von Ordnung aufgezwungen hatte. Ihre zerbrechliche Gestalt, ihr dünner Hals, die mageren Arme und Beine, die feinen, silbrig-weißen Haare und ihre blasse, zarte Haut standen im Gegensatz zu ihrer dunklen, kräftigen Stimme, die immun gegen jede Art von Widerspruch war und während des Sprechens sogar noch an Festigkeit gewann. In ihren Augen aber lag eine Unsicherheit, die mich überraschte und berührte. Anfangs genoss ich die Stille. Ich entdeckte, dass sie aus Geräuschen und Tönen besteht, aus Klängen, die sich zu Melodien zusammenfügen und einem Rhythmus unterliegen, dass Vorhersehbarkeit wesentlich für ihre Genese ist und es möglich ist, dem Etwas zu lauschen, das dem Nichts verwandt ist, dass sie der Ort ist, an dem sich das Flüchtige festhalten lässt, länger als einen Augenblick. Ich fühlte mich frei, befreit, sobald ich das Kuckucksnest betreten, die Treppe in den ersten Stock erklommen hatte. Ich genoss es der Welt, den Rücken zuzukehren, sie auszusperren, und ich beschloss, mein Büro im Institut nicht länger aufzusuchen. Es erschien mir absurd, ein solches Geschenk in den Wind zu schlagen. 3 Stunden pro Woche, jeden Dienstag von 5 bis 8 Uhr abends, verbrachte ich in der Universität. Die restliche Zeit war ich im Kloster, wie ich Joans Haus bald nannte. Die Anwesenheit der Klosterfrau hörte ich zwar nicht, fühlte sie aber. Ich hätte wissen müssen, dass diese spezielle Art des Glücks nicht halten würde. Es dauerte nicht lange und ich meinte, vom Stillstand erdrückt zu werden. Mich frei im Haus zu bewegen, erschien mir nicht bloß ungehörig, sondern verboten. No trespassing. Die Worte hatten sich in mein Gehirn gebrannt. Ich meinte, die Wände kröchen beständig näher, mein Zimmer wäre ein Turmzimmer,
und das Fenster der einzige Ausgang, dass eine Tür existierte, entfiel mir. Wenn ich nun das Treiben um den kahlen Apfelbaum im Garten beobachtete, dann nicht um der Krähe zuzusehen, wie sie von einem Ast zum anderen flatterte, sondern weil ich meinte, der Baum sei eine Brücke zur Außenwelt. Vielleicht hatte sich Joan Sorgen um mich gemacht. Später vertraute sie mir an, eine entfernte Cousine leide an Schizophrenie. Wahnvorstellungen gehörten zum Alltag ihrer 80-jährigen Tante. Vielleicht war es auch einfach eine freundliche Geste, dass sie an jenem Nachmittag im Februar meine Tür klopfte, um mir ein Geschenk zu überreichen. Welcome home stand auf der beigelegten Karte. Für dich, sagte sie, unruhig von einem Fuß auf den anderen tretend. Normalerweise lasse ich mir Zeit beim Öffnen, schüttle das Päckchen, betrachte ausgiebig das Muster auf dem Papier. Die Zeitspanne vor dem Auswickeln, und sei sie noch so kurz, ist für mich ein winziger Ausschnitt der Welt der Wunder. Alles scheint möglich. Joan machte mich allerdings so nervös, dass ich mich genötigt sah, die Verpackung aufzureißen. Es war ein gerahmtes Bild. Zwei Goldfische, Koi, in einem Teich unter herabhängenden Kirschblütenzweigen. Die Künstlerin sei chinesische Amerikanerin, sagte Joan, und früher Bakteriologin gewesen. Miss Wang habe in Kalifornien an einer Ivy League-Universität studiert, sich im Alter von 50 Jahren jedoch für eine künstlerische Laufbahn entschieden. Chinese Brush Painting und 3D-Bilder geben ihrem Leben neuen Sinn. 3D? Fragte ich verwirrt. Joan schmunzelte. Eine spezielle Brille bräuchte ich nicht, um es zu betrachten. Sie deutete auf die Fische, deren Körper nicht gemalt, sondern aus Papier geformt und aufgeklebt waren. Es erinnert mich an Origami, dich nicht? Mich erinnerte es an Glückwunschkarten, trotzdem nickte ich und stellte das Bild auf die Kommode. Das Dottergelb und Feuerwehrrot stachen aus der Umgebung hervor. Es müsste in deinen Koffer passen, sagte Joan und ließ sich zu meinem Verdruss auf der Bank nieder, die am Fußende des Bettes stand. Selbst gerahmt ist es nicht groß. Sie betrachtete mich, als sei auch ich ein Bild ohne Koi, wenngleich nicht minder kurios. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte, so hielt ich mich an meinem Lächeln fest. Joan lockerte ihren Blick. Sie sagte, ich habe an dich denken müssen, als ich es sah. Und nach einer Pause, die sie zum Anlauf nutzte, I imagine it must be lonely. Sie wusste, dass ich an einem Roman arbeitete. Sie hatte eine Schreibtischlampe für mich vom Speicher geholt. Ich erwiderte daher, Schreiben sei einsam, aber, beeilte ich mich hinzuzufügen, vielleicht seien es jene, die die Einsamkeit suchen, die das Schreiben finden. Sie sah mich überrascht an, dann lachte sie. Das habe sie nicht gemeint. Sie habe gemeint, es müsse schwierig sein, weit und breit die einzige Asiatin zu sein. In Green Bay seien die meisten ursprünglich aus Europa. Deutschland, Belgien, Polen und Irland. Ihre Großeltern etwa seien aus dem Osten Irlands nach Amerika gekommen. Sie habe immer davon geträumt, die grüne Insel einmal zu besuchen. The Emerald Isle. Sie habe gehört, die Gesänge der irischen See seien unvergesslich. Sie verstummte und ich dachte schon, wir hätten das Thema abgehakt, als sie sagte, in Österreich leben vermutlich auch nicht viele Asiaten. Ich antwortete, ich sei in Wien geboren, ich fühle mich in etwa so asiatisch wie Sie. Sie musterte mich misstrauisch. Das glaube sie mir nicht, rief sie endlich aus, den Wurzeln entkomme man nicht. Ich sei doch gemischt, oder? Sie betrachtete mich erneut, kürzer diesmal, und kam zu dem Schluss, dass meine hohen Wangenknochen, die Form meiner Augen, das sogenannte Mandelformat, und meiner Nase, meine ethnische Herkunft, zumindest den dominanten Teil, verrieten. Natürlich, fuhr sie fort, meine Haare seien leicht gewellt und mittelbraun, zudem nicht zu dick und fest. Die Länge, das heißt die Kürze, mache es jedoch schwer, eine genaue Bestimmung vorzunehmen. Und, murmelte sie, ich sei größer und langgliedrig, doch sie irre sich selten. Japanisch würde sie ausschließen, ebenso Chinesisch. Sie kniff ihre Augen zusammen. Sei ich Koreanerin? Die Koreaner sehen den Europäern noch am ähnlichsten. Sie resümierte, ohne meine Antwort abzuwarten, ich sehe aus wie eine koreanisch gefärbte Europäerin. Oder, fragte ich, wäre eine europäisch angemalte Koreanerin? Sie lachte. Exactly. Ihr Lachen provozierte mich. Mein Vater ließ sich mich zu einer Erklärung hinreißen, die sich wie eine Rechtfertigung anfühlte,
stamme aus Österreich, meine Mutter aus Südkorea. Joan hob beschwichtigend ihre Hände. Ich dürfe sie nicht falsch verstehen. Sie spreche keineswegs als Ahnungslose, sondern als Eingeweihte. Ihr Mann Danny sei in der gleichen Situation wie ich. Er sei der einzige Afroamerikaner in Green Bay. Zumindest fühle sich das so an. Wieder blickte sie mich forschend an oder hilfesuchend, da ich beharrlich schwieg. Ich wusste nicht, in welcher Form ich an diesem Austausch teilhaben sollte. Ich hatte den Eindruck, meine Rolle sei die des Publikums und als solches wäre ich unbeteiligt. Als sie den Faden wieder aufnahm, war ihre Stimme leise. Sie sagte, es sei wichtig, eine Gruppe zu haben, zu der man gehöre, der man sich zugehörig fühlen könne. Don't you agree? Herkunft sei nicht die alleinige Bedingung für Zugehörigkeit, wandte ich ein. Sie schüttelte den Kopf. Danny habe sich immer schwer damit getan, der Einzige zu sein. Er sei der einzige Schwarze im Kindergarten gewesen, der einzige in der Schule, der einzige in der Arbeit und er habe viele Jobs gehabt, zu viele. Nun sei er der einzige Schwarze im Pflegeheim. Ach nein, verbesserte sie sich, es gebe noch einen zweiten, einen ganz jungen, Jonah, der nach einem Autounfall alles neu erlernen müsse, essen, gehen, sprechen. Jonah und Danny hätten einen ähnlichen Therapieplan, sagte sie, aber Danny werde wahrscheinlich früher entlassen werden, deshalb vermiete sie dieses Zimmer nur wochenweise. Sobald er wieder zu Hause sei, brauche sie keine Gesellschaft mehr. Sie verzog ihr Gesicht zu einem wehmütigen Lächeln. Ohne ihn sei es einsam. Einzig durch sein Licht ist das Haus menschlich. Ein feiner Lichtstrahl fiel durch das staubblinde Glas, bahnte sich seinen Weg zur Raummitte. Joan stand langsam auf. Zuerst mied sie meinen Blick, dann besann sie sich und passte ihn ab. Sie sagte, ich frage mich, ob ich nicht auch vor seiner Krankheit einsam war, einsam mit ihm. Seine Einsamkeit war ansteckend. Aus der Akte des Sozialdienstes der Erzdiözese Green Bay. 13.07.1953. Telefonat mit Schwester Aurelia. Am Sonntag, den 12. Juli, kam gegen 22 Uhr eine junge Frau mit starken Wehen in die Notaufnahme. Kurz nach Mitternacht gebar sie ein 3,2 Kilogramm schweres Kind. Sie gab ihm den Namen Daniel. Der Arzt, der die Entbindung vornahm, war Dr. Karl Schreiber. Mutter und Kind sind wohlauf. Miss M. Winkler wurde mit dem Fall betraut. 14.07.1953. Besuch Krankenhaus St. Mary. Der Name der Kindsmutter lautet Carol Ann Trotman. Sie war höflich, aber schroff. Sie erklärte, dass sie den Knaben zur Adoption freigeben wolle und er auf die Kinderstation verlegt werden könne, sobald die Ärzte dies gestatten. Miss Trotman wohnt zurzeit in der Kellogg Street 223 in Green Bay, Wisconsin. Sie wurde am 11. Februar 1933 in Green Bay geboren, ist 20 Jahre alt und ledig. Sie besucht regelmäßig die Messe in der Kirche St. Mary in Green Bay. Ihr Vater, Joseph Trotman, starb vor 5 Jahren an Darmkrebs. Ihre Mutter Anne Bellin, seit 1949 verheiratet mit Mr. Nicholas Bellin, lebt auch in Green Bay, St. Bert Street 1556. Die Familie stammt aus Österreich und Deutschland. Sie hat 3 Geschwister, 2 Brüder und 1 Schwester. Sie ist die zweitälteste. Max ist 21 Jahre alt und arbeitet in der Wood Preserving Company. Walter ist 19 Jahre alt und Student am St. Julian College in Green Bay. Olivia ist 13 Jahre alt und besucht die St. Mary Junior High School in Green Bay. Max und Walter sind Junggesellen. Miss Trotman hat die St. Mary High School in Green Bay abgeschlossen. Seither arbeitet sie als Telefonistin bei der Bell Telephone Company in Green Bay. Sobald sie aus dem Krankenhaus entlassen wird, möchte sie diese Tätigkeit wieder aufnehmen. Da sie es jedoch versäumt hat, sich krank zu melden, hofft sie, dass die Stelle in der Zwischenzeit nicht vergeben wurde. Carol Trotman ist ca. 1,60 Meter groß und 70 bis 75 Kilogramm schwer. Sie ist hellhäutig und hat ein rundlich begrenztes Gesicht mit einem spitzen Kinn. Ihre Stirn ist zurückweichend und kurz. Die Nase ist eher breit, die Obernase leicht flach. Sie mutet wie eine Knopfnase an. Der Mund ist groß, die Lippen sind voll. Das Haar ist schulterlang, die Haarfarbe braun, die Haarform weitwellig. Die Augeneinbettung ist tief, die Augen sind klein, rund und hellbraun, die Wimpern kurz. Den vollständigen Namen des Kindsvaters kennt sie nicht.
Sie weiß nur, dass er mit Vornamen George heißt. Er ist angeblich 23 oder 24 Jahre alt und unverheiratet. Sie vermutet, dass er in Chicago lebt. Über seine Familie ist ihr nichts bekannt. Sie haben keine Heiratspläne, sie sind bloß ein paar Mal miteinander ausgegangen. Miss Trutman erwähnte nicht, wie oft. Das erste Treffen kam über die Vermittlung von Bekannten zustande. Sie sagte zuerst Freunde, verbesserte sich dann. In dem Moment betrat ihre Mutter den Saal. Anne Bellin ist eine noch jung wirkende, attraktive Frau, die ältere, schmälere Version der Tochter. Sie war geschmackvoll gekleidet und äußerst höflich. Sie bedankte sich, dass wir ihrer Tochter behilflich sind. Mrs. Bellin bekräftigte, dass der Säugling zur Adoption freigegeben werden soll. Sie ist ebenfalls damit einverstanden, dass er so bald wie möglich auf die Kinderstation verlegt wird. Mrs. Bellin und ihrer Tochter wurde erklärt, mit welchen Kosten sie zu rechnen hätten und wie in etwa das Verfahren zur Aufgabe der Elternschaft ablaufen würde. Es wurde vorgeschlagen, es so bald wie möglich in etwa 2 Monaten zu eröffnen. Weder Mrs. Bellin noch Miss Trutman erhoben Einspruch. Für eine Untersuchung des Kindes war weder Zeit, noch war dies nötig. 3.8.1953. Telefonat mit Schwester Aurelia. Laut Schwester Aurelia besitzt der Trutman-Säugling Körpermerkmale, die auf eine indianische Abstammung hinweisen könnten. Es ist allerdings noch zu früh, dies zu beurteilen. Das Kind ist erst 3 Wochen alt. Schwester Aurelia erklärte, sie werde die Entwicklung des Kindes im Auge behalten. 31.8.1953. Telefonat mit Schwester Aurelia. Die Schwester war so aufgeregt, dass es schwierig war, sie zu verstehen. Offenbar haben die Schwestern Aurelia und Genevieve das Kind in den letzten Wochen genauestens beobachtet und mehr als einmal eingehend untersucht. Gemeinsam sind sie zu dem Schluss gekommen, dass seine Körpermerkmale eher denen eines Negers entsprechen als denen eines Indianers. Das Kind, betonte Schwester Aurelia weise, mit Sicherheit Merkmale auf, die nicht normal seien. M.W. versuchte, die Schwester zu beschwichtigen. Sie sagte, dass Dr. Dennis Daniel demnächst untersuchen werde und schlug vor, den Befund des Psychiaters abzuwarten. Außerdem würde sie den Knaben in Bälde selbst in Augenschein nehmen. Schwester Aurelia war mit dieser Vorgangsweise einverstanden. Sie warnte M.W. jedoch, dass sich unter diesen Umständen die Suche nach geeigneten Adoptiveltern schwieriger gestalten werde. Mit Mischlingskindern kenne man sich hier nicht aus, das habe es noch nie gegeben. Daniel Trutman sei ihres Wissens nach der erste Mulatte, der in Green Bay geboren wurde. 1.9.1953. Untersuchung D. Trutman Krankenhaus St. Mary. Das Kind ist 7 Wochen und 2 Tage alt. Der allgemeine Gesundheits- und Ernährungszustand ist als sehr gut zu bezeichnen. Es war bisher noch nicht krank. Es ist allgemein bekannt, dass der amerikanische Neger, wenn überhaupt, nur von einer leichten Form der Masern und Diphtherie befallen wird. Erkrankungen an Scharlach und Windpocken verlaufen gleichfalls relativ harmlos. Allerdings soll er häufiger als der Weiße unter Erkrankungen der Atmungsorgane leiden. Nasenform. Die Nasenbreite des Kindes liegt zwischen den Werten der größten, negriden und geringsten Nasenbreite, Europiden. Ist somit mittelbreit. Bekanntlich nimmt der Nasenindex mit zunehmendem Alter stark ab, was auf das im Verhältnis zur Breite viel stärkere Wachstum der absoluten Nasenhöhe zurückzuführen ist. Der amerikanische Neger ist nicht nur im kindlichen Stadium, sondern auch als Erwachsener ebenso mittelbreitnasig wie der Durchschnittseuropäer. Hautfarbe. An der Beugeseite des linken Oberarms, die den Umwelteinflüssen, etwa Sonne, am geringsten ausgesetzt ist, wirkt das Kind hellhäutig. Seine Augenlider, Brustwarzen und Achselhöhlen sind jedoch stärker pigmentiert als der Rumpf. Dieser ist dunkler als die Gliedmaßen an der Beugeseite. An den seitlichen Stirnpartien sowie in der Nackengegend gibt es Anhäufungszentren von Pigment. Hiermit sei darauf hingewiesen, dass die Innenflächen der Hände und Füße hell sind. Augenfarbe. Beim Kind wurde eine braune Iris-Pigmentation festgestellt. Der Gesamteindruck der Iris ist von einer strahlenden Klarheit und Tiefe. Hinzu kommt ein deutlich bläulicher Außenring. Eine Negerfalte an den Augen ließ sich noch nicht feststellen.
Die meisten amerikanischen Neger stammen aus Westafrika. Die Negerfalte sollte bei ihnen stark ausgeprägt sein. Haarfarbe. Die Haarfarbenklasse ist braun, die Haarform, soweit erkennbar, straff. Lippenform. Die Lippen sind eher fleischig. Missbildungen. Da in der Literatur wiederholt die Vermutung geäußert wird, dass bei Rassenmischung mit vermehrten Disharmonien zu rechnen sei, wurde besonders auf solche geachtet. Es ließen sich keine Missbildungen feststellen. Conclusio. Weder Negride noch Indianide Einflüsse sind auszuschließen. Es ist eine bekannte Tatsache, dass der amerikanische Neger nicht dem gebürtigen Afrikaneger gleichzusetzen ist. Er stellt eine Auskreuzung dar, dessen Grundkomponente die Negride geblieben ist, in der aber Europide und einige wenige Indianide Einflüsse ihren Niederschlag gefunden haben. 22% der amerikanischen Neger sind unvermischt, etwa 51% weisen einen Europiden und 27% sowohl einen Europiden als auch Indianiden Einschlag auf. Vor den nächsten Schritten sollte der Test des Psychiaters abgewartet werden. 14.09.1953. Telefonat mit Dr. Dennis. Der Intelligenzquotient des Kindes wurde gemessen. Der Psychiater stellte zusammenfassend fest, dass dessen IQ mit 120 überdurchschnittlich hoch sei. Für ein endgültiges Ergebnis bat er darum, den zweiten Test abzuwarten. Zur Rasse des Kindes wollte er sich nicht äußern. Dies sei bei Mischlingen oftmals problematisch. Daraufhin wurde Miss Trutman angerufen und für Montag, den 21. September um 9 Uhr, ins Büro bestellt. 21.09.1953. Termin Miss Trutman und Miss Bellin, 9 Uhr. Miss Trutman kam in Begleitung ihrer Mutter zum heutigen Termin. Beiden Frauen wurde erklärt, dass wir Schwierigkeiten hätten, die Rasse des Säuglings eindeutig zu bestimmen. Es scheine sich aber um ein Mulattenkind zu handeln. Dr. Dennis schließe sich der Vermutung an. Wider Erwarten blieben Empörung und lautstarker Protest aus. Miss Trutman reagierte verhalten, ebenso ihre Mutter. Mrs. Bellin erklärte, der Kindsvater sei auf Besuch in Green Bay gewesen, allerdings habe sie Bekannte, die mit ihm befreundet seien. Von ihnen könne sie seinen Nachnamen und seine Herkunft erfahren. Miss Trutman schwieg, während dies erörtert wurde. Sie hat abgenommen, ist jedoch nach wie vor plump. Plötzlich platzte es aus ihr heraus, dass der Vater des Kindes polnisch sei und sein Nachname ganz sicher mit der Silbe Ski ende. Sie betonte auch, dass seine Gesichtszüge grob, seine Lippen wulstig, seine Haut braun als unsere und seine Augen und Haare dunkelbraun, fast schwarz seien. Außerdem sei er groß, etwa 1,80 Meter, schlank, aber kräftig, zwischen 90 und 100 Kilo, und er habe bereits Geheimratsecken. Sie schwöre, er stamme aus Polen. Dies gab uns die Gelegenheit, die Geschichte der Familie Trutman zu erfahren. Mrs. Bellin, geborene Burkhardt, sagte aus, auf mütterlicher und väterlicher Seite deutscher Abstammung zu sein. Mr. Trutman stamme auf mütterlicher und väterlicher Seite aus Österreich. Beide Familien, Burkhardt, Burkhardt und Trutman, Trautmann, wanderten im 19. Jahrhundert nach Wisconsin ein. Carol könnte bei näherer Betrachtung slawische Gesichtszüge besitzen. Es wurde mit größtmöglichem Nachdruck erklärt, dass wir mehr Informationen über den Vater benötigen, ehe wir die Suche nach geeigneten Adoptiveltern in Angriff nehmen können. Es sei unser Ziel, Kinder und Eltern zusammenzubringen, die innerlich und äußerlich zueinander passen. Im besten Fall sei kein Unterschied zwischen den Adoptiveltern und den Kindern bemerkbar. Wir erschaffen Familien, die natürlich von Gott gewollt wirken. Nur so können wir das Glück dieser Kinder garantieren. Mrs. Bellin gab sich verständig. Sie versprach, die fehlenden Informationen bald nachzureichen. Danke. Dann. Danke dir für diesen Einblick in die ersten Seiten deines neuen Romans. In der Vorrede wurde ja gesagt, du hättest ein Experiment gewagt. Damit hat sich das denn beim Schreiben so angefühlt, wie ein Experiment? Nein, eigentlich nicht. Aber
Aber ich finde, dass Experimente zum Schreiben dazugehören. Ich fände es komisch, wenn ich nie Experimente wagen würde. Dann würde ich gar nichts mehr schreiben. Also ein Wagnis ist gehört zum Schreiben dazu. Also ich finde, jedes Buch ist ein Wagnis, jeder Satz ist eigentlich ein Risiko, ne? Auf jeden Fall. Ich mochte so viele kleine Details an deinem Stil beziehungsweise an der spezifischen Form, mit der du dieses Thema verpackt hast, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es in dem Publikum ging, aber bei diesen endlos Beschreibungen von Gesichtern ging es mir persönlich so, dass ich das Gefühl hatte, dass wirklich im Sinne dieser anthropologischen Messmethode ein Gesicht zerlegt wird und nicht synthetisiert. Also mir ging es so, dass selbst wenn ich die Augen geschlossen habe, ich nicht das Gefühl hatte, ich sehe ein Gesicht auf Basis dieser Liste an Nasenlänge, Nasenbreite und so weiter und so fort. Deswegen ich mich gefragt habe, hattest du denn konkrete Gesichter vor Augen beim Schreiben oder sogar Fotografien? Also wie hast du diese Gesichter konstruiert? Hatten die Vorlagen? Also ich habe eigentlich immer Vorlagen für meine Figuren. wobei sich die Vorlagen meistens, also ich mische sie, also sollte sich niemand wiedererkennen. Okay. Aber du würdest Carol auf der Straße erkennen, rein hypothetisch. Du hast ein Bild von ihr. Das Interessante ist, dass ich Carol hatte ich zwar schon im Kopf, aber nicht ihr Gesicht. Ich hatte immer ihren Körper vor mir und die Art, wie sie sich bewegt, die Art, wie sie spricht, aber ihr Gesicht nicht. Und bei Danny ging es mir natürlich anders. Da hatte ich definitiv das Gesicht vor mir, weil er ja auch ein Baby ist. Und das, ja, da habe ich zum Beispiel meinen Sohn genommen. Und deswegen hatte ich da ein ganz, ganz deutliches Bild von mir, ja. Aber es ging mir bei dieser diese Zerlegung der Gesichter, die habe ich natürlich ganz, ganz bewusst so geplant. Also diese Zergliederung ist ja auch eine echte historische, anthropologische Methode. Mhm. Und ich habe mich da auch sehr lange mit dem Vokabular aus der Zeit beschäftigt, weil ich das, also ich finde es mittlerweile relativ komisch. ich verstehe schon, wenn man jetzt nicht sofort darüber lachen möchte, aber allein diese Wortschaffungen, die die gemacht wurden, das ist tatsächlich Fachvokabular. Also so etwas wie Auskreuzung oder mittelbreitnasig, solche Sachen, die habe ich mir alle, ich habe auch zum Teil in diesen Beschreibungen Zitate aus echten anthropologischen Artikeln aus der Zeit, also die Zeit, also das sind so Artikel aus den 30ern eigentlich hauptsächlich. Also die habe ich auch verwendet. Ja, und in der Beschreibung eines Säuglings kommt das dann natürlich mit besonderer Härte, weil wir es da erst recht gewohnt sind. In der Psychoanalyse nennen wir das den Glanz im Auge der Mutter, also das Gefühl, dass jeder Säugling und der eigene erst recht bildschön ist und nur emotional beschrieben werden kann. Und das wird durch diesen Stil so hart konterkariert einfach. Das ist erschütternd tatsächlich. Aber was ich mich eben auch gefragt habe, im Sinne dieser Einheit von Form und Inhalt, diese Akte, inwiefern oder was davon ist real? Oder wie hast du diese Krankenhausakte oder Heimakte gefunden, umgeschrieben? Was für ein Prozess war das? Diese Akte, die wurde mir tatsächlich in die Hand gedrückt. Also mein Mann stammt aus Green Bay und er hat die Akte auch bekommen. Also das möchte ich jetzt nicht unbedingt verraten, wie das war, aber er hatte die Akte und er hat sie mir dann gegeben und hat gemeint, ich soll das doch mal lesen. Das würde mich interessieren. Mhm. Und es hat mich definitiv sehr interessiert. Also es hat mich total erschüttert, weil sie, und ohne diese Akte gäbe es das Buch auch gar nicht, weil es für mich eigentlich nach der Lektüre dieser Akte klar war, dass der Roman nur so erzählt werden kann. Mhm. Weil diese Beschreibungen, die ich jetzt eben auch vorgelesen habe, die kommen in der Akte auch vor. Mhm. Also sie sind natürlich, ich habe sie sicher
noch etwas ausgebaut und in meiner Beschreibung sind sie noch viel drastischer. Mhm. Aber diese Obsession mit dem Aussehen, diese Beschreibung der sogenannten Rasse des Kindes, also die zieht sich durch diese Akte. Und das fand ich so eigenartig und so schockierend auch, dass es mich wirklich lange beschäftigt hat. Und so ist das Buch eigentlich dann entstanden. Also es war eigentlich die Form, die mich so richtig in das Thema hineingezogen hat. Mhm. Also ich meine, mit dem Thema ethnischer Hintergrund, hybride Identität, das ist natürlich ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt, also aufgrund meiner eigenen Biografie, weil ich ständig gefragt werde, woher kommst du? Und da aber eine Form dazu zu finden, das ist natürlich, ja, das ist nicht so einfach. Und das fand ich einfach extrem, so eine Herausforderung. Vielleicht ist das auch ein Experiment gewesen, ja, ein sehr langes Experiment. Ich bin eben auch deshalb drüber gestolpert, weil in der Pädagogik sehen wir viele Akten. Und der Schreibstil der Akte ist ja direkt verknüpft mit struktureller Gewalt, also diesem Gefühl, dass man ein Objekt ist in einer totalen Institution, das verwaltet wird. Und gleichzeitig ist es ja insofern keine Akte, als dass vieles, was Teil dieser strukturellen Gewalt ist, fehlt. Wie zum Beispiel die fürchterliche Banalität von Bezahlvorgängen, Quittungen, Raumzuweisungen, also dieses ganze Rauschen, was normalerweise noch Teil einer Akte ist. Wie hast du entschieden, was davon du in deinen Roman nimmst und was du weglässt von diesem Papierberg, der da über Menschen produziert wird in totalen Institutionen? Also ich habe dann auch, ich habe mir dann auch so, also Berichte von Sozialarbeiterinnen aus Österreich angeschaut, aus den 50ern, weil ich auch wissen wollte, ob das quasi länderübergreifend war, also wie diese Sprache eigentlich funktioniert, also wie das in den USA funktioniert und wie das in Österreich funktioniert. Und habe dann interessanterweise festgestellt, dass das dort nach dem amerikanischen Vorbild gemacht wurde. Die Berichte waren einfach kürzer, aber sonst waren sie im Prinzip genau gleich strukturiert, also auch diese komische Besessenheit mit Ordnung. Das fand ich sehr, sehr interessant. Also es wurde, also in beiden Ländern ist man offenbar besessen davon, also zu beschreiben, ob ein Raum ordentlich ist oder nicht. Ja. Natürlich habe ich solche Sachen übernommen, also das kann man sich ja nicht ausdenken. Vor allem kann man ja auch darüber so wahnsinnig viel erzählen. Das ist ja total spannend, eine Figur oder eine Handlung über solche Nebensächlichkeiten sozusagen zu erzählen oder zu schildern, zu beschreiben. Und sowas habe ich übernommen. Dann habe ich, also da, zum Beispiel so dieser Intelligenztest, der da also jetzt in der Lesung hervorgekommen ist, das habe ich natürlich auch übernommen, weil, zuerst habe ich es nicht geglaubt. Also ich habe sofort einmal recherchiert, ist das, also was für eine Art Test ist das überhaupt und wie soll das gehen und kann man da, also wie ist das gemeint mit Intelligenz und das war sehr interessant, weil da kam dann sofort die ganze Geschichte des Testens heraus in den USA, die ja auch wirklich, das wäre mal wieder ein eigenes Kapitel oder ein eigenes Buch eigentlich. Ja, auch verwickelt in Eugenik, Zwangssterilisationen und so weiter, ne? Genau, genau. Also solche, das waren so Fixpunkte, die ich natürlich übernommen habe. Die Geschichte des echten Daniel Trotmans ist ein bisschen anders natürlich. Also ich habe mir dann schon Freiheiten herausgenommen, klarerweise. Also auch die Geschichte der Mutter ist ein bisschen anders, aber nicht sehr. Also ich habe mich auch gefragt, die Sozialarbeiterin, die mitprotokolliert ist und gleichzeitig protokolliert, das ist ja auch wie so eine Ebenendopplung. Würdest du denn sagen, das ist eine Protagonistin deines Buches im emphatischen Sinne oder ist diese Sozialarbeiterin selbst nur irgendein Objekt, überspitzt gesagt? Also wie sehr ist das ein Charakter im vollen Sinne für dich? Das ist eine gute Frage.
ich glaube, dass sie für mich eigentlich auch ein Objekt ist. Also für mich gibt es eigentlich in dem Buch nur zwei Subjekte, die aber auch immer wieder, also die eine, also Franziska, die auch darum kämpft, eigentlich kein Objekt zu werden, und die eigentliche handelnde, die einzige handelnde Figur ist eigentlich Joan. Das überrascht mich. Ich hätte jetzt gesagt, dass Joanne eigentlich das Hauptobjekt der Beschreibung ist. Aber interessant. Ja. Ich meine, das ist ja das Aufregende, auch wenn man die Autorin selber kennenlernt. Ja, also ich habe es offen gelassen. Also das ist natürlich auch eine Technik, die ich in dem Buch sehr stark verwendet habe. Also dieses über jemanden reden, einen Menschen auch zu einem Objekt zu machen, das ist, geht ja genau um diese, um die Diskussion das ist ja auch ein Gewaltangriff, der vorgenommen wird, wenn man zum Beispiel einen Menschen einer ethnischen Minderheit zu einem Objekt macht, das ist auch ein Gewalteingriff. Also es ging mir natürlich auch darum, diesen Prozess literarisch auch zu verarbeiten oder zu verwenden. Und wie geht es dir im Schreiben im Allgemeinen? Jeder Protagonist ist ja im Grunde genommen ein Objekt unserer Fantasie, unserer Imagination, und dann verwurschten wir das halt irgendwie literarisch, weißt du, ich meine. Hat sich das bei dem Buch anders angefühlt, sich Figuren auszudenken, sie zum Objekt des eigenen Schreibens zu machen? Ja, also es hat sich insofern anders angefühlt, als es eben reale Vorbilder gibt, also die ich natürlich nicht aus den Augen verlieren wollte. Und andererseits, also für mich waren sicher, gerade bei dem Buch waren für mich die Figuren sicher sehr viel realer als in meinem letzten Roman zum Beispiel, bei dem ich wirklich viel mehr sozusagen erfunden habe im klassischen Sinn. Also sehr viel, ich weiß auch nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin, gerade bei dem Buch so wenig zu erfinden. aber es sind da wirklich sehr viele reale Menschen verarbeitet. Also zum Beispiel auch die Tochter Silvia ist zum Beispiel auch, basiert auch auf einer Freundin oder einer Bekannten zum Beispiel. Sie können sich auch, wenn Sie Fragen haben, die Sie loswerden wollen, gerne jederzeit einmischen. Ansonsten würde ich einfach weiter Fragen stellen. Und wenn Ihnen eine kommt, melden Sie sich einfach. Wir haben ein Saalmikro. Da ist sogar schon eine. Tatsache. Dann einen Moment. Meine Frage ist, ich habe leider noch keine anderen Werke von Ihnen gelesen. Das war jetzt mein erstes Buch von Ihnen. Aber der Unterschied zwischen der Sprache in der Akte und der Rahmenhandlung ist so wie Tag und Nacht. Das eine ist besonders poetisch und harmonievoll, schon fast lyrisch an manchen Stellen. Und dann die Akte zeigt genau das Gegenteil der Sprache. Ist das jetzt nur meine Einschätzung oder war das schon so ein bisschen die Agenda der Sprache, so ein bisschen zu zeigen, wie unterschiedlich Sprache ist und sein kann? Also, dass die andere Seite der Sprache, der Rahmenhandlung, besonders anders sein sollte als die der Akte? Ja, also in den Berichten ging es mir darum, ich habe Philosophie studiert und natürlich eines der Dinge, die man, wenn man Philosophie studiert, ist, dass man sofort irgendwann auch zu der Idee kommt, naja, also Objektivität gibt es ja gar nicht, ne? speziell, wenn man in Wien Philosophie studiert. Und das ist vielleicht so ein Philosophie-Insider-Witz. Aber mich ärgert Objektivität schon seit langem. Also ich habe so ein bisschen ein Problem mit ihr. Nämlich mit dieser vermeintlichen Objektivität und damit, dass sie ständig vorgeschoben wird. Und meiner Ansicht nach gibt es Objektivität tatsächlich nicht. Und auch Neutralität ist für mich ein Konzept, das für mich ein Konzept ist, eine Idee und nicht wirklich etwas, was real existiert. Und nachdem ich sozusagen eine Fehde habe mit diesen zwei Konzepten, musste ich das natürlich in dem Buch, wollte ich das in dem Buch sprachlich auch darstellen. Also diese Gewalt, die in dieser vermeintlichen Objektivität liegt, in diesen Feststellungen,
die wollte ich sprachlich auch festhalten. Und daher kommt auch dieses Drastische, also was Sie beschrieben haben. Also darum ging es mir tatsächlich ganz, ganz stark. Also ich habe eigentlich in jedem meiner Bücher kommt es eigentlich vor, dass ich mich mit der Objektivität einmal anlege. Ja. Sehr schön. Aber Objektivität ist ja nur ein Begriff, was denn mit dem anderen großen Wort Wahrheit. Würdest du sagen, du versuchst eine Wahrheit zu erzählen? Ja, Wahrheit, ui, das ist das andere, mit dem ich ein Problem habe. Ich glaube, dass es definitiv, dass jeder Mensch Wahrheiten hat, und ich glaube, dass es definitiv auch ich glaube nicht, dass es eine einzige Wahrheit gibt. Ich glaube auch nicht, ich glaube, dass Wahrheit als Konzept sehr, sehr sinnvoll ist, weil man sich eben auf die Suche nach der Wahrheit begeben kann. Und das bringt auch zum Teil sehr gute Dinge hervor, zum Teil gar nicht. Aber ich denke, wir müssen das tatsächlich in Frage stellen. Also diese Idee, dass es dass es eine Wahrheit gibt, mein Gott. Ich hätte auch mehrere genommen. Ich hätte auch subjektive genommen oder so. Ja, also ich glaube, wir müssen uns damit anfreunden, dass es dass Wahrheit eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit ist, die wirklich aus vielen verschiedenen Schichten und Ecken und Enden und Kurven und was weiß ich allem besteht, wo dann das, was wir tatsächlich erwarten, möglicherweise vollkommen anders aussieht. Also so wäre meine Antwort. Aber ich glaube, dass Wahrheit ein extrem sinnvolles Instrument ist. Also es auch immer instrumentalisiert wird, natürlich. Ich habe die Frage auch deshalb gestellt, weil ein weiteres Motiv in deinem Buch ist ja die Frage des Zeugen im doppelten Sinne, also der Vaterschaft, wer hat dieses Kind gezeugt, und auch der Anerkennung dieser Vaterschaft. Und es ist bei uns in der Psychoanalyse so ein altes Wortspiel zu sagen, dass dieses Bezeugen den Vater zum Vater macht, also nicht das Zeugen im biologischen Sinne, sondern der Sprechakt zu bezeugen, es ist wahr, dass dies mein Kind ist, der ja gegebenenfalls komplett unabhängig ist von der Frage biologischer Zeugenschaft. Und dieses Zeugnis macht ja etwas wahr. Und diese Wahrheit hat mich in diesem Buch so bewegt, dass das Kind von niemandem bezeugt wird, dass da gezeugt wurde. Deswegen ich mich, bevor ich dann am Ende angekommen war, immer wieder gefragt habe, okay, wie lässt sie diese Story ausgehen? Hat das Ding am Ende ein Happy End? Taucht dieser Vater auf und wird Zeuge dieser Wahrheit? Wie war das beim Schreiben? Hast du lange überlegt, wie das Buch endet? Oder war das für dich von vornherein klar, ob es am Ende einen Vater geben soll oder nicht? Ich wusste tatsächlich lange Zeit nicht, wie das Buch ausgeht. Was für mich eher untypisch ist. Also ich weiß normalerweise immer, wie alle meine Bücher ausgehen, noch bevor ich überhaupt den ersten Satz geschrieben habe. Bei dem wusste ich das irgendwie nicht, und ich war in so einem Dilemma. Ich meine, so, was mache ich denn jetzt? und dann kam mir irgendwann die Erleuchtung, aber das werde ich jetzt nicht verraten, weil sonst weiß man, wie das Buch ausgeht. Ja, genau, deshalb, wir verraten jetzt nichts, aber ich habe es mich auch deshalb gefragt, weil wenn man rein hypothetisch, wenn man ein Happy End schreiben würde, ne, ist es ja auch schwierig, bei dem Thema Rassismus dann nicht in eine dieser Kitsch-Stories reinzurutschen, wo dann am Ende gute weiße Leute auftauchen, die quasi wie so eine Kontrastfolie bilden zu den rassistischen weißen Personen, die davor beschrieben wurden. Welche Bedeutung hat das für dich, solche Familiendynamiken zu beschreiben? Die Frage ist fies, weil man sie kaum noch beantworten kann, ohne die Pointe des Romans zu verraten. Wenn du die Pointe des Romans nicht verraten willst, dann können wir die Frage auch skippen. Das heißt, du glaubst, das ist ein Happy End? Nee, ich hätte gesagt, man kann das so und so lesen. Ah, gut. Also, das freut mich. Das freut mich. Definitiv, ne? Weil
Also jetzt adoptiert zu werden oder nicht adoptiert zu werden, in dem Moment, in dem jemand behaupten würde, es ist per se zum Beispiel ein Happy End für ein Heimkind, eine Adoptivfamilie zu finden, würde es ja bereits gewisse Normalitätsvorstellungen unterstreichen und wieder reproduzieren, nämlich die Vorstellung, dass es in jedem Fall schöner ist und glücklicher macht, eine Familie zu haben, als keine zu haben, weswegen ich sagen würde, man muss das nicht als Happy End lesen. Aber mein Verdacht wäre schon, dass viele Menschen es tun. Das ist, glaube ich, auch Teil der gesellschaftlichen Struktur. Stimmt, ja, das ist mir auch aufgefallen. Deswegen habe ich auch mal nachgefragt. Also, für mich war das total offen natürlich. Also ich habe da, Aber zu den Familiendynamiken, also ganz, ganz allgemein gesagt, also das... Ich fand das sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt, weil ich generell Familiendynamiken als sehr schwierig empfinde, was wahrscheinlich mit meiner eigenen Familie zusammenhängt. Und vielleicht bin ich auch deshalb so gut darin, schwierige Familiendynamiken zu beschreiben. und nicht die glücklichen. Das war natürlich nur so ein Beiprodukt, wenn man über Adoption schreibt, wenn man Familien schreibt, über Mütter schreibt. Also ich hatte mehr den Fokus auf die Frauen, auf die Mütter gelegt eigentlich. Also nämlich darauf, dass wie grausam es im Endeffekt ist, eine Frau dazu zu zwingen, Mutter zu sein. Also ganz banal formuliert. Ja. Also grausam im Sinne auch für das Kind. Also, für alle Beteiligten. Die Akte bezeugt ja in dem Sinne auch ganz, ganz viel Gewalt an der Mutter. Ne? Mit weiblicher Selbstbestimmung war da noch nicht, ging da noch nicht viel in den 50ern. Nein, und es gibt ja auch es gibt ja einen ganz großen, einen historischen Hintergrund zu diesen ganzen Adoptionen. Also in den 50er Jahren, in den frühen 50er Jahren wurde tatsächlich in den USA, gab es sehr, sehr viele junge, unverheiratete Mütter. Es gab so einen richtigen, man hat schon von Epidemie gesprochen, also von einer Adoptionsepidemie sozusagen. Und da kam auch dieses Konzept der Adoption und wie eine Adoption verlaufen soll, eben dieses Konzept des Matching, also dass das Kind quasi äußerlich in die Familie passen muss. Das wurde eben damals alles ausgebrütet. Und das wäre so der Hintergrund zu dieser Geschichte. Und das Schlimme ist, dass diese jungen Frauen in vielen Fällen gar nicht gefragt wurden, ob sie das Kind überhaupt hergeben wollen. Also es gibt dazu ein sehr, sehr interessantes Buch von der Anne Fessler, heißt die Autorin. Und das heißt The Girls Who Went Away. Und da sind diese Lebensgeschichten auch gesammelt von diesen Frauen, die eben meistens, weil sie nicht richtig aufgeklärt wurden, schwanger wurden und dann dazu gezwungen wurden, die Kinder aufzugeben. Ich meine, so insgesamt, egal jetzt, ob es um Rassismus geht oder um weibliche Selbstbestimmungsrechte, wie ist es bei dir? In welchem Verhältnis stehen für dich Politik und Literatur? Also verwendest du die Politik nur als Inspiration für dein Schreiben oder würdest du sagen, das Buch selbst ist ein politisches oder hat eine politische Dimension? Ja, diese Frage kann ich fast überhaupt nicht mehr beantworten mittlerweile. Als ich begonnen habe zu schreiben, war für mich Schreiben selbst schon ein politischer Akt beziehungsweise für mich auch eine Form von politischer Betätigung, weil ich natürlich mitbekommen habe, dass nicht alle Menschen gehört werden und dass ich auch ganz bewusst meine Stimme benutzen wollte, um auch für andere zu sprechen. Das war mir auch sehr wichtig. Mittlerweile bin ich nicht so sicher. Also leide ich da auch gerade in einer Krise, das kann schon sein. Also ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Also nach ungefähr 20 Jahren habe ich das Gefühl, dass Kunst generell so ein bisschen so an den Rand gedrängt wird und immer mehr so als, als,
als Dekoration verwendet wird und weniger als ernstzunehmende Kraft, in der gesellschaftliche Kraft. Also das wäre so mein Eindruck. Ja, aber... Mal, ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, dein Leitmotiv war früher zu schreiben, um Menschen eine Stimme zu geben, die nicht selbst sprechen können oder die nicht gehört werden, dann würde das ja in einem Buch, in dem ausschließlich über die Kernperson gesprochen wird, gewissermaßen zu einem Höhepunkt finden oder vielleicht auch zu einem Wendepunkt, je nachdem. Ne? Aber ich hatte mir ein Zitat, also wo du gerade sagtest, Kunst wird in der Gesellschaft an den Rand gedrängt oder vielleicht wird auch häufig nicht gesehen, worin das Potenzial des Künstlerischen liegt. Ich hatte mir ein Zitat rausgeschrieben. Auf Seite 105 heißt es, also lässt du eine deiner Protagonistinnen sagen, das Offensichtliche aber wolle nur auf die eine Art gesehen werden. Es lasse keine anderen Möglichkeiten zu, keine anderen Lesarten. Und ich habe mir das Zitat eigentlich nicht für heute Abend rausgeschrieben, sondern weil ich selber meinen Studis immer versuche beizubringen, dass Hermeneutik, die Fähigkeit, Lesarten aufzufächern, eigentlich viel bedeutsamer ist für eine rassismuskritische Bildung als viele andere Dinge. Also habe ich die Fantasie gehabt, dass die Literatur und insbesondere Bücher wie deins vielleicht mehr in Bewegung setzen mit Blick auf Rassismuskritik als ein weiterer Versuch, Leuten ins Gewissen zu reden oder mit sonst irgendwelchen Manifesten das Thema anzugehen. Kannst du damit was anfangen oder würdest du sagen, nee, so einen Anspruch habe ich nie gehabt? Nein, ich finde das super. Also ich finde das toll, was du meinst. Also das fände ich schön, wenn das wenn das die Folge des Buches wäre. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Buch geschrieben habe, war ich eigentlich hauptsächlich wütend. ich war einfach wahrscheinlich, weil mich diese Akte mich sehr, sehr wütend gemacht und all die Jahre des mich definieren Müssens oder auch mich, ich habe immer das Gefühl, ich muss mich verteidigen, also ich muss irgendwie, das hatte ich also jahrelang und da hatte sich so eine gewisse Wut angesammelt und da war ich dann schon mächtig wütend, muss ich sagen. Und immer wenn ich mächtig wütend bin, dann schreibe ich ein Buch. Also das muss irgendwie raus. Ne? Und, aber wir müssen dich jetzt nicht wütend machen, damit wir noch ein Buch von dir kriegen, oder? Passiert von alleine. Also ich glaube, das funktioniert mittlerweile nicht mehr. es war wahrscheinlich das so ein bisschen so der Auslöser. Ich muss gestehen, ich bin mittlerweile ein extrem pessimistischer Mensch. Also wenn allein, dass das Buch jetzt so so rezipiert wird und das finde ich schon toll. Und wenn dann Leute darüber reden, dann fände ich das noch besser. Aber das hatte ich eigentlich nicht erwartet, muss ich sagen. Ich schaue noch mal so ins Publikum, ob ich irgendwelche Hände sehe. Da. Einen Moment, bitte, Sie bekommen noch einen. Dann hören wir Sie alle besser. Ich finde, dass die Literatur nach wie vor einen ganz großen, eine ganz große Wirkung hat. Und es ganz viel geschrieben wird, was zum Beispiel auch, was afrikanische Literatur angeht oder auch US-amerikanische Literatur, dass uns Europäern da die Augen geöffnet werden. Das Problem, was ich sehe, ist, dass es eben nur immer eine relativ kleine Gruppe ist, die diese Bücher also liest. Und selbst wenn solche Schriftstellerinnen wie Tsitsi Dangaremba den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommt, dann löst das bei mir aus, ich lese die Bücher, die sie geschrieben hat, die drei. Aber ich glaube, es sind nicht sehr viele und das ist schade. Weil der Buchmarkt ist so konzipiert, dass unheimlich viele Sachen auf den Markt geschmissen werden, die auch
zum Teil Mist sind, die Leute auch nicht genug informiert sind oder was weiß ich, nicht genug gebildet sind oder was weiß ich. Aber wenn man eintaucht in diese Literatur, hat sie eine ganz große Wirkung, besonders wenn sie auf irgendwelchen historischen oder politischen Ereignissen beruht, die einem vorher nicht so bewusst waren. Das ist doch toll. Das freut mich. Also ich finde jetzt, also ich bin mittlerweile nicht mehr so wütend. Also. Aber hattest du dir denn ein bestimmtes Publikum vorgestellt? Also bist du ein Mensch, der beim Schreiben überlegt, okay, für wen schreibe ich das? Oder hast du eine Adresse in Anführungsstrichen beim Schreiben? Nein, habe ich nicht. Also ich bin aber auch nicht so naiv zu sagen, dass es das nicht gäbe. Also man hat ja kein, es gibt ja kein, also ein Universalpublikum gibt es ja nicht. Also ich hatte schon insofern ein Publikum vor Augen wahrscheinlich. Also ich stelle mir wahrscheinlich immer jemanden vor, der so ein bisschen ist wie ich, wenn ich schreibe. Wobei ich ja ja, da wütend war. Also insofern war es wahrscheinlich das genaue Gegenteil von mir. Also ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Also außer du warst auf dich selbst wütend. Das dürfen wir nicht kategorisch ausschließen. Ah ja, okay, jetzt kommt die Psychoanalyse durch. Also dann werden wir, glaube ich, diese Sitzung woanders hin verlegen. Ich glaube, dass es generell, glaube ich, dass es sehr, sehr gut ist, wenn man tatsächlich einen Leser, eine Leserin im Kopf hat, wenn man ein Buch schreibt, ja. Also das versuche ich eigentlich auch, weil man ja bestimmtes Wissen immer voraussetzt. Also egal, ob man jetzt Naturlyrik schreibt, selbst dann setzt man ja so ein gewisses Wissen voraus und sich da dessen noch bewusst zu werden, das ist sehr, sehr wichtig, klar. Mhm. Weil man ja auch in einem Dialog steht mit den Leserinnen, den Lesern. Also dieser Aspekt des Dialogs ist mir tatsächlich sehr wichtig. Also ich habe früher so abstrakte Lyrik gemacht, also richtig experimentell, also das waren Experimente. Und da ging es natürlich überhaupt nicht darum, verstanden zu werden. Also davon bin ich mittlerweile jetzt habe ich mich sehr weit entfernt, ja. Dann können wir es ja scherzeshalber rumdrehen. Hast du eine Frage ans Publikum, wenn du sagst, dir ist der Dialog auch wichtig? Oh, nein, habe ich nicht. Keine konkrete. Nein, tut mir leid. Dann hätte ich eine letzte an dich. Gibt es denn schon Zukunftspläne? Arbeitest du an was Neuem gerade? Zukunftspläne. Ich möchte jetzt gern ein Kinderbuch schreiben, tatsächlich. Okay. Ja, also das wäre so quasi mein nächstes Projekt. Sorry, ich sah gerade nur deine Lektorin kurz lachen. Das hat mich irgendwie zum Lachen gebracht. Aber für welche Altersgruppe? Also Kinder jetzt wirklich im Sinne von... Also meine Lieblingsaltersgruppe ist so immer zwischen 9 und 10. Okay. Das ist so meine... ich weiß auch nicht, warum. Also das ist einfach, weil die kindliche Fantasie, also da kann ich endlich mal... lustig sein, sozusagen. okay. Also ich habe das bemerkt, als ich einmal ein Kinderbuch geschrieben habe, wie sehr es mich befreit hat auch. Also ich hatte so Kinder, also diese kindliche Fantasie, die Vorstellungskraft, die fand ich extrem inspirierend und so, auch wenn man sich da natürlich also anders ausdrücken muss und einfacher sein muss. Das schadet im Philosophiestudium manchmal fast. Wenn man in die Kindersprache einfinden muss. Ja, aber das geht schon. Also wenn man so wie ich alles vergessen hat, dann passt das schon. Also das, also mir hat das sehr, sehr gefallen. Also an einem Erwachsenenbuchprojekt, also da habe ich ehrlich gesagt momentan überhaupt keine Ideen. Ich bin nicht ideenlos. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich keine Ideen habe. Also Ideen habe ich zwar schon, aber ja. Aber ich möchte mal Spaß haben. Gewünscht hätte ich mir ja Science Fiction. Oh, damit so ein harter Sprung, ja? Von der Vergangenheit in die Zukunft.
Ja, da kann ich mir da, also mit Science Fiction, also ich habe Asimov irgendwie mal gelesen und dann habe ich mir gedacht, oh, keine Ahnung, Physik war es, keine Buh. Die Fantasie hatte ich nämlich auch beim Lesen. Ich dachte so, was wäre das Letzte, was ich erwarten würde von Anna Kim auf Basis dieser Lektüre? Und ich dachte, Science Fiction, so ja. Futurismus. Ja. Mhm. Okay, dann jetzt im Publikum, letzte Gelegenheit. Hier noch was durch den Kopf. Alle Fragen offen, wie sich's gehört. Den Büchertisch haben Sie bestimmt schon entdeckt da vorne, ne? Okidok. Dann würden wir es nach einer runden Stunde beschließen. Möchtest du noch ein Schlusswort sagen, oder? Nee, auch nicht. Alles klar. Dann danke ich dir, dass du hierher gekommen bist, in schöne Berlin, aus Wien heraus. Vielen Dank für die Lesung. Vielen Dank an das Publikum, dass Sie heute Abend da waren. Und wenn Ihnen doch noch eine Neugierfrage kommt oder so, dann rennen wir ja auch nicht gleich hier weg, sondern sitzen hier jetzt noch gemütlich. Ansonsten einen guten Heimweg Ihnen und danke an das Literaturforum Brechthaus. Danke auch.